Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuesten SCB-Verse Report. Ja, es ist heiß, wir schwitzen, wir haben neue Infos. Der SCB-Verse Report ist dran. Absolut, und wir haben wirklich sehr, sehr spannende Infos und wir haben sogar einen relativ konkretisierten Zeitplan, wie es weitergeht mit Star Citizen. Und wir haben obendrein noch ein wahnsinnig spannendes Hot Topic. Ja. Und zwar ein Artikel in der PC Games, der über Star Citizen erscheinen wird im August, also in der Zeitschrift, und jetzt schon zu erhalten ist als E-Book. Genau, für 3,99 könnt ihr den jetzt schon lesen. Ansonsten geht in den Zeitschriftenhandel. Ist ein 10-seitiger Leitartikel, wo wir euch mal kurz die wichtigsten Infos zusammenfassen. Kommt auch nochmal auf SCB, da haben euch die Jungs das noch ein bisschen ausführlicher geschrieben. Allererste Info, die natürlich erstmal wichtig ist, 2.6 Star Marine, Ausrufezeichen. Tja, wird released. Jetzt wirklich konkretes, bestätigtes Release-Datum sozusagen oder ein Patch, eine Patch-Nummerierung. Das wird bestimmt jetzt einige von euch sehr, sehr freuen. Ja. Und da sehen wir schon, wie schnell es vorangeht. Und mit 2.7 ist jetzt tatsächlich auch die prozedurale Planetenlandung definitiv bestätigt worden. Genau, die soll dann nämlich kommen. Und dann kommt sie nicht nur in Form von einer einzigen Landezone, wie angekündigt Levski auf Nyx, sondern, nein, sie soll sogar mit einem weiteren Planeten kommen, und zwar Stanton 1, aka Hurston. Das ist ein Industrieplanet, wie die anderen auch. Waffenproduzent, soll ein ziemlich dreckiger, ekelhafter Ort werden, aber das kennen wir ja nicht anders, von daher würde ich sagen, da freuen wir uns richtig drauf. Das heißt, dann hätten wir mehrere Planeten zur Auswahl und das ist auch genau der Trick an der Sache. Was ich übrigens noch zu Star Marine sagen wollte, die PC Games Leute durften es schon testen. Super, ja, wir sind sehr gespannt, was sie dazu schreiben werden. Und was auch noch gesagt wurde, bis Ende des Jahres soll Stanton komplett sein mit mindestens 40 Objekten oder 40 Orten, besuchbaren Orten. Mhm. Da zählen natürlich wahrscheinlich auch den Comrades zu, aber zumindest wäre es ein erstes Sternsystem bis zum Ende des Jahres. Ist eine ziemliche Hausnummer, dieser Zeitplan. Allerdings. Aber auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Ja, absolut. Was jetzt da noch an Mechaniken dranhängt, da haben sie sich extra etwas bedeckt gehalten. Es ist aber gefallen, dass auf jeden Fall Fracht, Cargo, sowas in der Art, da schon seine erste Implementierung finden wird. Sind wir mal gespannt drauf. Wie gesagt, weitere Infos findet ihr natürlich auf SCB oder wenn ihr euch das Heft kaufen wollt, dann im Heft. Hm? Und wir haben noch ein wichtiges Feature vergessen. Es wurde sogar bestätigt, dass die Himmelskörper sich astronomisch korrekt bewegen sollen im Spiel. Wahrscheinlich schon im Stanton-System, wenn es bis Ende des Jahres rauskommt. Ja. Das heißt also, wir haben dann tatsächlich Tages- und Nachtzeiten, wir haben auch Umlaufbahnen der Planeten, dementsprechend auch alle Raumstationen, die sich mitbewegen, diese Bewegung ausgleichen müssen, wird ein ziemliches Spiel werden. Und vor allem, wenn man sich überlegt, man kommt aus der aus dem Sprungpunkt raus, dann kann es halt sein, dass der Planet halt einfach mal auf der anderen Seite des Systems ist und damit verlängern sich die Reiserouten. Ja, und da muss man nochmal auftanken gehen, bis man da angekommen ist. Das wird echt Wahnsinn. Also sie haben es tatsächlich bestätigt, es soll sich alles wirklich astronomisch korrekt verhalten. Mit den Asteroidengürteln dazu. Inklusive Asteroidengürteln und Monden und allem drum und dran. Also das wird sehr, sehr abgefahren. Und es wird ein Chaos. Und ich dachte, es wäre gar nicht möglich, ehrlich gesagt, dass sie das alles simulieren, aber Sternsysteme werden sich komplett physikalisch korrekt oder astronomisch korrekt bewegen. Richtig, inklusive Strahlungsquellen und sonst was allem. Also, das wird auf jeden Fall sehr, sehr abgefahren. Wir sind sehr gespannt darauf und freuen uns auch auf eure Kommentare dazu. Da werden es bestimmt ein paar geben. Und gehen jetzt mal direkt in die Weekly Updates und fangen natürlich wie immer an mit Around the Verse. Und was haben wir da? Natürlich die vierte Folge der 100. Episode. Ist das jetzt die letzte? Ja, das ist jetzt die letzte. Bestätigt, die letzte. Okay, gut. Das ist jetzt die letzte. Tja, es ging natürlich um Frankfurt, Foundry 42. Mhm. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch zur Gamescom und auch mit den Inhalten, die in der Games, PC Games standen, wahrscheinlich ganz passend, dass sie das gemacht haben. Und da ging es natürlich um die aktuellen Arbeiten am aktuellen Patch 2.5, der erscheinen soll. Mhm. Die sind wohl sehr, sehr weit inzwischen. Und tatsächlich ist es so, dass sie an der Grimhex Station und an der Kopfstabilisation arbeiten gerade. Also Kopfstabilisation soll schon besser werden, zum Beispiel mit dem Patch dieses Wobbeln, was man so kennt, das soll dann raus sein. Ansonsten arbeiten sie am Subsumption-System, das heißt, das ist die Implementierung der KI und auch die Kommunikation mit der KI. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, der kommen soll. Sie arbeiten an vielen Locations, wie zum Beispiel den Truckstop, den wir schon mal erwähnt haben, mit Kaffee und Bockwurst. Ich hoffe es, sie arbeiten auch ganz intensiv an meiner Bockwurst.
Das rate ich Ihnen auf jeden Fall. Frachtdepots soll es geben, Security Stations soll es geben. All das ist mit Aufgabe von Frankfurt. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen so ein Hint auf die 40 Locations, ne? Die dann da so kommen sollen. Ja, und was haben wir noch? Eine Mechanik, glaube ich, ne? Lande- und Undock-Mechanik steht auch im Fokus, aber 2.5, ist es jetzt wirklich ein Verbund mit 2.5? Nee, nee, das noch nicht. Weil das ist, glaube ich, jetzt wirklich weitere Zukunft. Ja. Auch das ist groß in Arbeit und das Verhalten der rüpelhaften Wendels. Genau, richtig. Und da soll es angeblich genau nicht darum gehen, wie ein Wendel sich verhält, wenn man ihn krault, sondern tatsächlich, wie er sich im Nahkampf verhält und entsprechend eben auf als KI reagiert und agiert. Ja, außerdem haben wir noch ein paar weitere Infos gehabt in der Sendung. Und zwar ging es da um die Waffenentwicklung. Zum Beispiel wurde erzählt, dass sie jetzt also darum gucken, das Design zu streamlinen, sodass die Behring-Laserkanonen jetzt alle aussehen wie wirklich von einem Guss. Und es soll eine neue FPS-Waffe geben. Maschinenpistole, genau. Millimeterzahl? Ja, 10 mm Behring, also so relativ ist aber klein. 10 mm Kaliber ist doch jetzt ziemlich heftig für eine, für eine Maschinenpistole, richtig, muss man sagen. Also es ist auf jeden Fall deutlich mehr als das NATO-Kaliber heutzutage. Also wir haben da schon ein ordentliches Ding. Also wirklich für Close Quarters mit ordentlich Durchschlagskraft, wenn es mal im Schiff halt irgendwie zu einem Enterangriff kommt, wahrscheinlich die beste Verteidigungswaffe. Vermutlich. Also von daher, so ein bisschen wie die Grease Gun kann ich es mir vorstellen. Ja, ist jetzt fast fertig, kommt also auch bald ins Spiel, vielleicht ja dann mit Star Marine. Außerdem gab es ein Behind the Scenes, und zwar zu der Grimhack Station, da kommen wir später nochmal da drauf. Da haben wir nämlich ein schönes Video zugemacht. Und Fast Forward gab es noch. Das gab es auch noch. Und da wieder mal eine kleine Einstiegsanimation. Es wird ja ein schnelleres Ein- und Aussteigen geben für die Schiffe. Und da gibt es eine neue Einstiegsmoderation nicht. Animation genau. Für die Hornet. So ist es. Ja, da hoppst du ja relativ behende rein. Schaut mal rein. Ist auch verlinkt auf SCB. So wie im Cabriolet. Genau, so hoppa ist da drin. Ziemlich cool. Ja, und das war's für Around the Verse. Jetzt sind wir mit der 100-Folgen-Jubiläum durch. Und von da aus geht's dann zu Reverse the Verse. Und da gab's natürlich auch ein paar Infos, nämlich insbesondere zu den Fortschritten von 2.5. Macht gute Fortschritte und sie erwarten sogar nur eine sehr kurze Evocati-Phase. Evocati ist nochmal für die Leute, die es noch nicht kennen, das ist nochmal ein kleinerer Kreis von Testern, die vor den eigentlichen PTU-Testern kommen. Davon soll es aber nur eine relativ kurze Zeitphase wohl, es wird wahrscheinlich nur eine kürzere Zeitphase für die Evocatis brauchen, bevor es dann für den PTU-Patch released wird. Was bedeutet, dass es schon relativ stabil laufen muss. Also das ist schon mal eine gute Nachricht. Außerdem zur Grimhack Station nochmal, die neue Raumstation, die mit 2.5 kommt. Das soll am Anfang innen eine Green Zone sein. Das heißt, da wird man gar keine Waffe ziehen können oder irgendwie jemanden auch nur anmachen können, sondern es geht halt wirklich darum, am Anfang daraus eine Green Zone zu machen. Aber es wird sich ändern. Irgendwann wird da eine andere Mechanik sein. Genau, also es soll nicht so sein, dass ihr die Waffen dauerhaft dann geblockt habt, sondern es soll dann tatsächlich die KI übernehmen oder halt in der Strafe stehen. Aber man wird dann tatsächlich halt auch dagegen verstoßen können, aber mit harten Konsequenzen rechnen. Genau. Macht ja auch nur Sinn, dass es dann ein bisschen mehr Interaktion mit NPCs gibt. Richtig. Aber um die Station herum bleibt es ein rotes, also ein Red Zone. Genau. Ein Kampfgebiet. Ein Kampfgebiet, definitiv. Also passt auf beim Start und bei der Landung. Ich hoffe, dass das nicht zu viel Chaos gibt, aber wir werden es erleben. Und eben, wie gesagt, die NPCs vielleicht mit dem Subsumption-Update, was eben dazu kommt, dieser Meilenstein, könnte man sich schon überlegen, ob sie da eine Sicherheitszone irgendwie mit einziehen. Weitere Infos hatten wir noch zur Argo. Die wird definitiv keinen Sprungantrieb haben. Ganz gut, dass Sie das jetzt alles vor dem Verkauf schon klären. Ja. Sprungantrieb wird es nicht geben. Tatsächlich hat es da eher so, verfolgt das Ganze eher der Snapfighter-Logik. Ja. Tatsächlich ist das Schiff auch erstmal nur enthalten. Also wenn man es jetzt nicht extra kauft, ist es nur enthalten in dem Paket mit der Idris oder zusammen mit einer Idris. Und dafür ist es eigentlich auch gedacht für den Hangar der Idris, weil die hat einen Sprungantrieb. Das ist eine Art Beiboot. Ja. Da gibt es jetzt quasi noch kein wirkliches Anwendungsmodell, wie man es halt in einem anderen Schiff halt parkt. Ich denke mal, Endeavor zum Beispiel wäre so ein Tipp, da könnte man eine unterbringen. Vielleicht auch in dem kleineren Hangar von der Carrack. Ja. Und sie spekulieren darüber, ob das Schiff denn auch in eine Starfarer passt. Ist ja nicht ganz so breit. Ja. Vielleicht passt der Kasten genau in diese kastenförmige Öffnung. Ja. Mit etwas Glück, ich denke mal, unsere Community wird es garantiert austesten. Mit Sicherheit. Hundertprozentig. Aber das wissen Sie selber noch nicht, ne? Das wissen Sie aber selber noch nicht. Nee. Da haben Sie tatsächlich zugesagt, das finden wir raus, wenn es in Engine ist.
Okay. Finde ich toll. Also gut. Try and Error. In den Verkauf soll die Auge übrigens mit 2.5 kommen und dann auch direkt ins Spiel. Aber Vorsicht, man sollte sich das wirklich überlegen bei dem Schiff, ne? Dass man kann es nicht transportieren, wenn man jetzt nicht ein Schiff hat mit einem Hangar. Und es sind ja nur ganz wenig Schiffe, die bei Star Citizen Hangar besitzen. So, bis jetzt muss man erstmal abwarten. Vielleicht gibt es nochmal zusätzliche Info zu. Ja. Aber einfach kaufen und damit dann rumsitzen. Naja, ist doof, ja. Ja, so ist es. Gut, von da aus gehen wir zum nächsten Schiff, und zwar zur Herald. Die wird ohne ihre eigentliche Spielmechanik flugbereit werden. Tja, ist halt Info-Runner-Jobs oder halt auch Spionage oder als Störsignal oder als Störsender halt durch das Wurst zu fliegen, macht natürlich auch nur Sinn, wenn die gesamte, sag ich mal, E-War-Mechanik im Spiel ist. Da sie noch nicht im Spiel drin ist, diese Mechanik, erstmal ohne ihre Fähigkeiten, aber als Raumschiff. Genau, und man kann auch noch gleich dazu sagen, sie priorisieren auch wirklich die Mechaniken nach der Anwendung der Schiffe. Also das heißt, je mehr Schiffe eine bestimmte Mechanik brauchen, um gut zu funktionieren, desto schneller wird die Mechanik umgesetzt. Fracht ist das beste Beispiel. Fast alle Schiffe haben irgendeine Frachtkapazität, darum hat es absolute Priorität. Dann kommt, glaube ich, Mining und Bergung und solche Dinge, wo es dann weniger Schiffe gibt, aber die auch eben viele abdecken können. Das ist daher, bei der Herald muss man darum etwas warten. Da gibt es, glaube ich, nur zwei, ne, die da überhaupt so richtig in dem Feld aktiv sind. Genau, also Sentinel und Herald könnte man bis jetzt so sagen, passen da auf jeden Fall rein ins E-War-Segment. Ist ein spezielleres Schiff, denke ich, man macht auch erst Sinn, wenn man Daten handeln muss, wenn man seine eigene Systeme entdeckt, wenn man Rohstoffe entdeckt. Das sind ja alles so aufbauende Aufgaben. Ich denke, aber da braucht man eine größere Orga für, mit größeren Zielen, auch vielleicht ein bisschen Exploration schon. Ja. Descolando hat nur gesagt, ihr werdet euch trotzdem über die Herald freuen, weil sie wahnsinnig schnell ist und das Ding halt wirklich abgehen soll. Das heißt, wir erleben sie dann auf den Racing-Strecken wahrscheinlich am Anfang. Genau, so ist es. Das ist genau der Hinweis, den er geben will, und zwar bei Grimhex, weißt du, in diesem Tunnel da, illegales Racing und so weiter. Gut, von da aus gehen wir weiter mit zu einer etwas traurigeren Nachricht, und zwar, ich persönlich fand es so, weil seit ich Star Citizen kenne, hat mich dieser Concept-Artist begleitet wirklich. Gurmukh Basin klingt ein bisschen interessant, der Name. Klingt wie aus einem Fantasy-Roman, ist aber tatsächlich ein Inder und ein hochbegabter Concept-Artist, und dieser verlässt jetzt leider CIG, hat letzte Woche CIG verlassen, möchte gerne erst eine kreative Pause machen und dann bei der Filmbranche als Freelancer arbeiten, und er möchte aber auch noch Schiffe weiter designen für Star Citizen, zumindest hat er angedeutet, dass er einen Einsitzer von der Anvil, einen Jäger machen möchte noch. Noch ein kleiner Jäger dazu, also wie gesagt, der Mann will auf jeden Fall als Freelancer weiter mitarbeiten, aber halt nicht mehr in dieser zentralen Rolle. Genau. Und sein Vermächtnis an Star Citizen ist auf jeden Fall die Vanguard, die von ihm komplett designt wurde, und die Carrack, die jetzt ausdesignt wurde und von ihm jetzt auch übergeben wurde ans nächste Team, sozusagen für die nächste Phase der Entwicklung, um umgesetzt zu werden. Also von da aus, gute Reise. Du hast ganz, ganz tolle Arbeit gemacht für Star Citizen. War echt super. Ja, und dann haben wir noch was zu den Videoformaten am Ende. Die warten ein bisschen auf Chris Roberts, weil der muss erstmal wieder zurückkommen und die neuen Sachen abnehmen. Und Ten for the Chairman hat sich jetzt schon verspätet, richtig? Ja, ist ausgefallen einfach. Ist ausgefallen, hat den Grund, er muss erstmal das neue Format abnehmen und dann wird das wieder ins Rollen kommen. Genau, darum gibt es auch ein bisschen weniger diese Woche von Cloud Imperium Games. Aber wir haben noch ein bisschen was für euch, und zwar natürlich unsere Videos. Und da fange ich jetzt mal an mit einem ersten Voice-Over, und zwar zum Davian-System. Ist eins der längsten Voice-Over für Planetensysteme, was ich je gemacht habe, und dieser wunderbare Adam Wiesner, ich finde den ja im Großen inzwischen toll, den Typen, der hat es geschafft, in diesem einen System eigentlich die ganze Geschichte von Star Citizen unterzubringen und alles zu erzählen, und ist, merkt selbst, dass er manchmal irgendwie so ein sehr liebevoll, liebevoll im Detail verliert. Ganz tolle Folge aber, Davian-System Voice-Over, wenn ihr über die Story von Star Citizen was wissen wollt, dann geht dahin. Ja, und dann haben wir noch ein weiteres Voice-Over gemacht, und zwar zur Grimhex Station. Da gab es auch, glaube ich, schon so ein paar Kommentare zu, dass Leute gesagt haben, warum kriegen die einen Hangarzugang sozusagen? Ja. Warum gibt es da schon einen Hangar in dieser Station? Und warum gibt es das nicht auf Port Olisar? Und warum werden wir auf Port Olisar die Schiffe geklaut und da aber nicht? Ja. Naja, so ist es halt. Die Stationen sind alle unterschiedlich. Ja. Sehr spannendes Voice-Over, würde ich sagen, zum Konzept dieser Station, zur Geschichte der Station und warum es dort halt Schwarzmarkt- und Outlaw-Aktivitäten gibt. Ja, richtig. Und denkt mal daran, es ist die Alpha, wenn ihr daran denkt, dass die jetzt irgendwie da die Outlaws quasi die ersten Hangars kriegen und wir noch nicht oder die rechtschaffenden Bürger noch nicht, denkt daran, das ist wirklich zum Testen. Ja, irgendwann wird sich das besser verteilen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kann man sich da auch als rechtschaffender Bürger bewegen. Das ist eine Grauzone. Das ist eine Grauzone.
So ist es. Guckt mal rein, ist ein cooles Ding geworden, gar nicht so lang, 5 Minuten, aber voller Infos. Ja, und dann haben wir noch was Schönes gemacht, und zwar die 3. Folge jetzt von unseren Basic Flight Tutorials. Wird auch weitergehen. In der 3. Folge hatten wir jetzt endlich die wirkliche Flugsteuerung euch erklärt. Vorher haben wir uns ja noch mit HUD und HUD-Steuerung und den MFDs beschäftigt. Geht auf jeden Fall weiter die Reihe, ein bisschen Geduld, bald kommt die nächste Folge. Richtig, genau, da haben wir dann ein bisschen, ich glaube, die heißen dann Basic Combat Tutorials, ne, die dann noch kommen. Die kommen auch noch. Jawohl, so ist es. Also von daher, schaut mal rein, coole Sache, und wir haben noch die Livestream-Info für euch, nämlich am kommenden Donnerstag, das ist der 28.07. 20.15 Uhr gehe ich wieder live auf Twitch mit Let's Crash, Uchs wird wieder dabei sein und vielleicht noch der ein oder andere Gast, und dann gehen wir mal so ein bisschen die Zeitplan durch für das Star Citizen in der nächsten Zeit. Ja, so viel dazu, und dann haben wir noch Interaction. Genau, da stellen wir ganz einfach die Frage, was interessiert euch mehr als Content? Die Grimex Station oder Star Marine? Vielleicht haben einige von euch schon so lange gewartet, dass sie sagen so, ich will jetzt Grimex Station, so Star Marine, ach naja, ich bin drüber weggekommen, habe eine Frachtkarriere angefangen, weißt du. Genau. Habe mein Arbeitsfeld verlagert, deswegen stellen wir die Frage danach, was gefällt euch mehr, oder freut ihr euch auf beide, auf die Grimex Station und Star Marine auch im gleichen Maße? Genau, geht mal auf Google Plus, stimmt ab, dann können wir das hier wieder für euch auswerten und wissen so ein bisschen, wie ihr da draußen tickt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Vielen Dank auch fürs Zuschauen. Wenn ihr bei Star Citizen up to date bleiben wollt, dann geht mal und abonniert unseren Channel. Ansonsten könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen, da freuen wir uns drüber, die Episode liken oder disliken. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns besonders freuen. In diesem Sinne, Weezen und Sawyer verabschieden sich. Bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!